Alles Schöne geht einmal zu Ende. So war es auch am vergangenen Freitag in der Spielstadt Mini-Zwickau. Mit einem großen Abschlussfest wurde noch ein letztes Mal so richtig gefeiert. Und damit gingen 70 Stunden Spielspaß in 36 Betrieben an 319 Arbeitsplätzen mit ca. 50.000 umlaufenden Zwickern und täglich rund 300 Kindern fröhlich zu Ende. Vor genau zwei Wochen wurde die Spielstadt für die Ferienkinder eröffnet. Die Mädchen und Jungen konnten es gar nicht erwarten, Bürger der Stadt zu werden und stürmten regelrecht die Tore. Nun, nach 14 Tagen, können die Veranstalter auf eine aufregende und erfolgreiche Zeit zurückblicken. Also leider sind die zwei Wochen ja schon wieder rum. Sie sind wieder im Fluge vergangen. Es waren zwei wunderschöne Wochen. Wir hatten im Durchschnitt so ca. 300 Kinder im Haus. Und auch im Freigelände natürlich. Zwei Tage, wo wir nicht raus konnten, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Aber wir können positiv zurückdenken. Selbst am letzten Tag war die Stimmung in Mini-Zwickau unverändert gut. Bei einem großen Abschlussfest mit Schlüsselrückgabe konnten sich die Kinder und Jugendlichen noch einmal so richtig austoben. Bei zahlreichen Spielen auf dem Marktplatz wurden sogar Eltern und Geschwister zum Mitmachen animiert. Vermutlich werden die vergangenen Wochen bei allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben. Ja, was bleibt einem besonders im Gedächtnis? Eigentlich zufriedene Kinder, das ist das Wichtigste. Und wir hatten einige Highlights. Wir hatten Western Camp da, wir hatten Feuerwehr, DRK, Horsch Museum, um mal einige zu nennen. Und ich denke, das war schon eine große Abwechslung auch. Es darf sich aber bereits auf das nächste Jahr gefreut werden. Denn dann wird es eine neue Ausgabe von der Spielstadt geben. Es wird auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein Mini-Zwickau geben, allerdings erst in der zweiten und dritten Ferienwoche. Genaueres zu der nächsten Ausgabe von Mini-Zwickau wollen die Veranstalter jedoch nicht verraten. Eins dürfte aber sicher sein, die Kinder und Jugendlichen dürfen sich wieder auf zwei aufregende Wochen voller Spaß freuen. Übrigens, in der Spielstadt sind noch einige Dinge zurückgeblieben, die im Fundbüro gesammelt wurden. Wer also etwas vermisst, kann sich in den nächsten 4 bis 6 Wochen im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Marienthal in der Marienthaler Straße 120 melden.